Hallo. Hallo. Hey, Fritzchen, wie war's bei der Oma? Er hat ganz friedlich geschlummert, bis er vorhin Hunger bekommen hat. Aber Jessie gibt ihm gerade das Fläschchen. Aber ich habe auch tierischen Reiz. Sonst noch irgendjemand Bock auf Pizza, oder? Ich hab Vorspeisen aus dem No-Limits. Geil, es gibt was zu essen. Ja, also, du bist auf Diät. Ich denke, heute kann ich mir mal was leisten. Schließlich habe ich mich sehr viel bewegt. Wo wir schon mal beim Thema sind, ich habe hier alles auf deinen Deckel schreiben lassen. Du warst schon unser Deal. Was reicht ja für eine ganze Fußballmannschaft? Wie soll ich denn das alles zahlen? Ja. Kein Problem, ich beteilige mich dran. Eigentlich war ja auch nur ein Kaffee abgemacht. So viel Kaffee kann ich immer gar nicht trinken. Das schlägt auf den Magen. Da muss ich ja was essen. Übrigens, Ohrenstöpsel werden auch angebracht. Mhm. Damit seid auch ihr gemeint. Hallo, wir haben eine ganze Menge nachzuholen. Ich könnte aber auch mal wieder feiern gehen. Ist nicht diese Party im No Limits? Wie sieht's aus? Wer ist dabei? Also wir können nicht. Wir haben noch was zu erledigen. Mhm. Im Prinzip gern, aber ich muss gleich ins Krankenhaus. Wir spielen ja Polizei. Was mit dir, Mama 2? Opa Thomas lässt sich bestimmt überreden, mal ein bisschen auf Maxi aufzupassen und wir können mal wieder richtig Party machen. Nee, lass mal. Ich glaube, mein Vater hat heute eh keine Zeit. Willst du als frigide Truller enden? Ich habe einfach keine Lust, okay? Okay. Mhm. Hey Olli, machst du mir mal eine Runde alt für meine Jungs? Ja. Na Boss, hey. Willst du dich bei deiner Belegschaft einschleimen oder was? Ich fürchte, eine Runde Bier reicht da nicht, wenn ich daran denke, dass ich dir in 2 Wochenlöhne schuldig bin. Oh. Ja, ist eine kleine Katastrophe. Aber ich bieg das schon irgendwie wieder hin. Ist denn immer noch nichts Neues? Jetzt woraus ist, wer die Baustelle sabotiert hat? Ach, dieser Schulze ist auch nur eine arme Wurst. Er hat zugegeben, dass Rötter ihn beauftragt hat. Rötter? Von diesem Bauunternehmen? Ja, genau. Das habe ich ja sogar schon mal gehört. Er arbeitet echt mit üblen Methoden, nur weil er scharf auf meinen Auftrag ist. Aber das kann er sich abschminken. Ich habe ihn in der Hand. Müssen nur noch meine Jungs mitspielen. Ja, dann viel Glück. Danke. Also, bitteschön. Hey, Leute. Schön, dass Sie so großzügig sind. Die Frage ist nur, ob Sie sich das auch leisten können. Die Frage ist, was Sie das angeht. Ich bin der Mann, der Ihrer Meinung nach zahlen muss. Rötter, Klaus, Inhaber der Rötter Baugruppe. Ich glaube, wir sollten uns mal unterhalten. So. Danke. Danke. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass Sie gekommen sind, weil dann können wir die Sache unter uns regeln. Ohne Anwälte und den ganzen Quatsch. Hm. Ich wollte Sie unbedingt kennenlernen. Mit dem alten Brandner bin ich öfter aneinander geraten. Sturer, alter Knochen. Gut, dann machen wir es eben kurz. Durch Ihre Sabotage ist Brandnerbau ein Schaden in Höhe von 280.000 Euro entstanden. Hm, hübsches Sümmchen. Ja, die Reparatur des Schadens, der Baustopp. Wenn Sie mir jetzt einen Scheck ausstellen über diese Summe, dann können wir das Ganze vergessen und es ist vom Tisch. Was ist denn daran so komisch? Sie sind komisch. Damit ist die Sache vom Tisch wirklich gut. Wenn das alles so witzig ist, dann können wir uns auch gerne auf einen Rechtsstreit drauf ankommen lassen. Jetzt hör mal gut zu, du Grünschnabel. Ich werde keinen Pfennig bezahlen, denn du hast nämlich überhaupt nichts in der Hand. Tja, das glaube ich aber nicht. Ein gewisser Schulze hat nämlich ausgesagt, dass er in Ihrem Auftrag gehandelt hat. Na ja? Wo ist er denn, dieser Herr Schulze? Soviel ich weiß, ist er untergetaucht. Wahrscheinlich hat er sich ins Ausland abgesetzt. Ach, Sie blöffen doch nur. Wollen wir mal sehen, was das Gericht dazu sagt. Irgendwie erinnerst du mich an den alten Brandner. Immer aufrecht und ein bisschen naiv. Aber es ist nun mal so. Die Mühen der Justiz malen langsam. Da geht eine Menge Zeit ins Land. Und du hast keine. Mich wollten schon ganz andere verklagen. Und die sind alle inzwischen von der Bildfläche verschwunden. Ich werde aber nicht von der Bildfläche verschwinden. Und Sie werden zahlen. So oder so. Die Plörre geht auf mich. Kann man auch sein. Erst macht der Typ meine Baustelle platt und dann lacht er mir auch noch dreckig ins Gesicht.
Aber er hat doch quasi zugegeben, dass er diesen Schulze bezahlt hat. Da muss man doch irgendwas machen können. Was, ohne Beweise? Da ist Anni noch wegen Rufmord dran. Wenn dieser Typ wirklich so ein Arschloch ist, dann musst du mit allem rechnen. Noch habe ich vielleicht keine Beweise, aber mir fällt schon irgendwas ein. Brauche ich erstmal ein kühles Bier. Nein, 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 Anni, du brauchst jetzt einen kühlen Kopf. Hey, das ist doch schon alles freudlos genug. Du hast auch leicht reden. Mann, dieses Schwein ist eiskalt dabei, meine Firma platt zu machen. Der will dich provozieren. Wenn du jetzt drauf eingehst, dann hast du jetzt schon verloren. Aber es brennt auch an allen Ecken und Enden. Gibt's vielleicht trotzdem eine Möglichkeit, wie du Geld einsparen kannst? Die Löhne... Wenn die Jungs mir wenigstens noch eine Woche Zeit geben würden, dann... Vielleicht bringt's ja was, wenn ich mit einer Anzeige bei dem Penner Druck mache. Okay, das wäre hart, aber so gewinnst du wenigstens ein bisschen Zeit. Meinst du denn, deine Leute gehen darauf ein? Ja, es sind schon gute Jungs. Die sind teilweise noch aus Arnos alter Truppe. Die wissen, was es heißt, durchs Feuer zu gehen. Andi, du kannst doch nichts dafür. Ach, Mann. Arno hat die Firma Jahrzehnte auf Kurs gehalten. Und dann komme ich und... Andi, bei Sabotage, da wäre selbst Arno machtlos gewesen. Und jetzt Kopf hoch. Morgen, da redest du mit deinen Leuten und dann... Dann findest du schon eine Lösung. Ja, hoffentlich. Danke. Ach, wie habe ich das Einkaufen mit dir vermisst. Hey, Andi, was machst du denn schon hier? Das Gespräch mit deinen Angestellten. War das so schlimm? Andi, was machst du hier und warum hast du bitte eine Knarre? Ich wollte mir dieses Arschloch vorknöpfen. Rötter, ihn dazu bringen, dass er zugibt, hinter der Sabotage zu stecken. Mit einer Waffe? Sag mal, bist du total bescheuert? Weißt du, was da passieren kann? Ach, das alte Ding, das ist doch bestimmt nicht geladen. Wo ist das überhaupt her? Königsbrunn. Oh Gott. Andi, jetzt bau keinen Scheiß, das Ding bringst du sofort wieder weg. Und was ist mit der Firma? Und den Leuten? Ich habe keine Beweise und wenn ich Rötter die Sabotage nicht nachweisen kann, dann ist... Dann habe ich alles verloren, dann ist alles am Arsch. Arno hat mir die Firma anvertraut, weil er dachte, ich krieg das hin. Ich habe die Firma einfach vor die Wand gefahren. Ach, Andi, das ist doch alles überhaupt nicht deine Schuld. Meinst du, es wird besser, wenn du mit einer Knarre rumrennst und irgendwelche Leute verleckst? Meinst du, das hätte Arno gewollt? Pass auf, wir müssen das Ding jetzt loswerden und dann finden wir für alles eine Lösung. Nein, es gibt keine Lösung. Brandnerbau ist am Ende. Ich bin am Ende. Meinst du, er hat es ihm inzwischen gesagt? Keine Ahnung. Aber ich will auch recht nicht in Andis Haut stecken. Ich meine, den Leuten ist doch auch klar, dass es nicht mehr lange mit Brandnerbau gut geht. Sie sofort meine Baustelle. Ich dachte, ich sehe mich schon mal ein bisschen um. Wo wir doch das Ganze hier bald übernehmen. Das letzte Mal, dass ich Andi so erlebt habe, das war nach Arnos Tod. Zumindest hat er den Mist mit der Knarre sein lassen. In seinem Zustand, da wäre ja echt alles möglich gewesen. Eine der Waffen aus der Bibliothek ist verschwunden. Was soll das heißen, verschwunden? Verschwunden? Ich kann mir das auch nicht erklären. Es war doch niemand in der Bibliothek außer Ihnen beiden und Herr Fritsche. Dieses Projekt ist leider nur mal zu groß für eine Klitsche wie Brandnerbau. Aber das hat sich ja zum Glück bald erledigt. Das Projekt. Und Brandnerbau. Hauen Sie sofort ab, sonst vergesse ich mich. Gut, dass das der Alte nicht mehr erleben muss. Wie seine Firma den Bach runtergeht. Und lassen Sie Arno da raus. Dem Brandner hätte ich etwas mehr Menschenkenntnis zugetraut. Züchtet er sich so einen Versager ran? So ein Loser.
Du Schwachmat.